Hallo zusammen, Bewerbungsfotos im Wohnzimmer. Das Buch erscheint jetzt diese Woche bei Amazon auf Kindle, also der Kindle-Version. Kann man sich runterladen für natürlich auch alle Smartphones oder im Web lesen oder iPad, wie auch immer. Das hier ist der Film zum Buch. Ich erkläre nochmal ganz kurz Setup und Ausrüstung und so weiter. Und dann denken, es gibt schon ganz viele Videos von mir. Ich verlinke mal auf eine Playlist, wo ich zum Beispiel erkläre die Bedienung der Blitze, die ich einsetze, auch für verschiedene Kameras und so weiter. Ganz kurz das Setup, wie ich es hier habe. Im Hintergrund habe ich einen weißen Hintergrund. Das ist der Lastulight Highlight. Den muss man aber gar nicht haben. Man kann eine weiße Tapete nehmen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Meistens habe ich eine normale Tapete. Ich habe hier in meiner Dachwohnung einfach keine gerade Wand. Dementsprechend muss ich hier das Ding hinstellen. Ich benutze das aber wie eine Tapete. Man kann auch nackten Beton nehmen. Man kann natürlich auch ein Bettlaken nehmen. Das dann bitte einfach bügeln, sonst wird das mühsam. Im Hintergrund steht ein kleines Stativ. Klein deswegen, weil es sollte kleiner sein als die Person. Wenn die sitzt oder eine kleine Person da steht, gerade wenn du auch Kinder fotografieren möchtest, dann würde ich eher ein kleines empfehlen oder eins, das man halt niedrig runterschieben kann. Ich benutze hier die Manfrotto Nano. Die benutze ich sehr viel, habe ich 3 Stück von. Mit dem Schirmneiger komme ich gleich drauf und dem ganz normalen Yongnuo 65-3 empfehle ich in dem Buch die Blitze, weil die günstig sind, sehr robust, sehr einfach zu bedienen. Und ich erkläre die Bedienung davon auch im Buch ganz genau. Das wird deswegen benötigt, weil der Hintergrund zwar, das ist zwar weißer Stoff, aber auf dem Foto ist der nachher dunkelgrau, erkläre ich alles im Buch. Man muss den im Hintergrund anblitzen, damit der wieder weiß wird. Und man kann über die Helligkeit von dem Blitz jetzt steuern, ob der dunkelgrau, hellgrau oder halt eben weiß sein soll. Dann habe ich hier ein Stativ, ganz normal. Ich benutze Stative von Manfrotto. Ich habe auch Stative von Valimax. Sie sind halt ein bisschen klapprig, dafür kosten sie nur die Hälfte. Jetzt meine Videolampe zum Beispiel steht auf dem Valimax-Stativ, weil das bewege ich nicht und dann ist egal, ob es klappert. Ich bin da der Meinung, so ein Stativ, das hält Jahre. Dann bin ich gerne bereit, auch mal 30 Euro mehr zu bezahlen. Aber ich benutze die Dinge halt auch sehr viel. Hier habe ich also einen ganz günstigen Schirmneiger drauf. Den verlinke ich in der Ausrüstungsliste. Wieder ein Yongnuo 65-3. Und das einzige Problem ist eigentlich die Frage, wie weit soll der reingeschoben sein? Und zwar soll der möglichst ans Ende geschoben werden, weil das da dem Blitzlicht quasi Platz gibt, um sich zu verbreiten. Ja, wenn ich das hier ganz nah ranschieben würde, dann hätte ich einen Hotspot. Dann hätte ich eine helle Mitte und der Rand von dem Durchlichtschirm wäre gar nicht richtig beleuchtet. Deswegen schiebe ich den ganz ans Ende. Und ich habe hier einen Schirm, der ist glaube ich 109 cm. Also ich würde einen so einen guten Meter nehmen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Grundsätzlich ist größer besser, aber ein 2-Meter-Schirm macht dann keinen Sinn mehr. Deswegen so ein Meter ist eigentlich relativ gut. Ich würde keinen Schirm nehmen, der 80 cm oder weniger hat, wenn du nur einen Schirm nimmst. In dem Buch erkläre ich aber ein Setup, wo ich 2 kleine Schirme nehme. Das ist ein Setup, das ich sehr viel verwende. Das ist so mein Standard-Setup für On-Location. Wenn ich ein Transportproblem habe, dann nehme ich 2 kleine Schirme mit und habe dadurch insgesamt wieder eine große Lichtfläche. Hier sitzt die Heidi ganz normal, die würde ich jetzt ganz normal anblitzen. Auch das erkläre ich in dem Buch ganz genau, warum meine Models immer stehen. Es sei denn, ich mache hier irgendwelche Videos, dann sitzen sie meistens, weil das Erklären dann einfacher ist. Als zusätzliches Zubehör empfehle ich einen Reflektor. Das ist jetzt ein ganz günstiger vom eBay oder Amazon. Die gibt es in verschiedenen Größen. Der hier hat den Griff dran, das macht es ein bisschen einfacher, den zu halten. Und der sollte nicht kleiner als das hier sein. Also so. Es gibt die in rund 1 Meter Durchmesser, die sind eigentlich tiptop oder 90 cm oder so. Viel kleiner nicht, aber es sollte auch kein 2 Meter Reflektor sein, weil den kann wieder keiner halten. Dann, wie hoch sollst du den halten? Das musst du ein bisschen ausprobieren, auch das erkläre ich in dem Buch, probier das aus. Mach ein Foto ohne und was dann passiert ist, es werden Schatten unter den Augen sein, es wird ein deutlicher Schatten unter dem Kinn sein. Wenn du das möchtest, bist du dann fertig. Wenn du das nicht möchtest und bei mir bitte, ich möchte das nicht haben bei mir, also nicht für Bewerbungsfotos, weil ich sehe dann immer verpennt aus. Deswegen nehme ich den Reflektor und helle quasi von unten wieder auf. Wie hoch, das hängt davon ab, ob ich dunkle Haare habe oder gar keine Haare habe, ob ich ein weißes Hemd anhabe oder ein schwarzes Jackett und so weiter. Das muss man jedes Mal ein ganz wenig korrigieren, ein wenig. Wir reden davon, dass ich den so 10 cm hoch und runter schiebe bei jeder Person. Die Person kann den selbst halten. Das führt einfach dazu, dass man schnell die Schulter nach vorne bringt, weil man das Ding hält.
und es sieht schnell ein bisschen steif aus. Es ist immer besser, wenn eine dritte Person dabei ist und den hält, dann kann die fotografierte Person sich frei bewegen. Oder wenn man einen Reflektorhalter nimmt, da gibt es auch ein Video zu von mir, der ist von Martin, den habe ich, glaube ich, von Amazon, Zweifelsfall, keine Ahnung. Ich versuche das rauszufinden, verlinkt da drauf. Den kann ich auf ein Stativ tun, dann kann ich den Reflektor da reinklemmen. Der Nachteil ist halt, das Ding kostet irgendwie 30 Euro und ich brauche ein zusätzliches Stativ. Dann ist es einfacher, wenn der Person das Ding halt selbst hält. Das geht ja auch. Aber eben, es führt automatisch dazu, dass die Schulter sich nicht mehr frei bewegen kann, wenn ich es einhändig halte. Und bei zwei, wie gesagt, auch so ein bisschen so. Und das sieht immer doof aus. Zusätzlich zeige ich ein Setup mit einer Softbox. Das ist in dem Fall eine Ginbase Softbox. 80x120, die setze ich sehr, sehr viel ein. Ich zeige in dem Buch auch fertige Porträts. Das Bild von mir zum Beispiel ist damit aufgenommen. Um das verwenden zu können, muss ich dann so ein... Um das verwenden zu können, muss ich dann so eine Halterung nehmen. Die ist jetzt auch von Ginbay, ET1 heißt die. Da kann ich hier einen Aufsteckblitz drauf tun. Es gibt ein Video dazu von mir natürlich. Und dann kann ich da eben diese Softbox anschließen. Dann brauchst du nicht diese Schirmneiger dafür, weil nur eins von beiden. Ja? Dann brauchst du einen davon für den Hintergrund und den hier eben für das Hauptlicht. Also, das war's. Es gibt eine Webseite zu dem Buch, da kannst du Fragen stellen. Wenn viele Fragen kommen, dann werde ich da auch entsprechend noch zusätzliche Informationen publizieren. Es gibt in dem Buch eine E-Mail-Adresse ganz am Ende, wo du mich kontaktieren kannst, mir Fragen stellen kannst und die beantworte ich dann auch, wenn das irgendwie eine sinnvolle Frage ist. Ich beantworte keine Fragen zu, welche Kamera du dir kaufen sollst. Das spielt hierfür praktisch keine Rolle. Also, viel Spaß mit dem Buch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.